du wieder eingeschaltet hast. Ich zeige dir heute, wie ich mein September Bullet Journal geplant habe. Ich habe mich für September für ein niedliches Back-to-School-Theme entschieden. Und was mich dazu inspiriert hat, zeige ich dir, während ich meine Outlines auf der Bujo Coverpage mache. Ich habe hier ein super süßes Paket von Tombow bekommen. Und zwar ist es das Eat and Create Set. Das Ganze von Tombow in Kooperation mit Maypal. Maypal stellt unter anderem Lunchboxen her und eine davon ist hier in diesem Paket mit drinnen. Neben einem Bullet Journal, einem Fineliner und einem 6er ABT Dual Brush Pen Set. Und das Ganze gucken wir uns mal zusammen an. Ich finde die Farbe der Dose richtig, richtig cool. Und was außerdem noch cool ist, wenn ich jetzt hier den Deckel öffne, dann kannst du sehen, da ist so eine Gummidichtung mit drinnen. Das heißt, der Deckel ist schön dicht. Und wenn du die Lunchbox für Sandwiches benutzt, dann hast du hier auch noch so einen Trenner drin, wo du dir noch so einen Bereich abteilen kannst, zum Beispiel für Snacks oder Obst, so wie ich das hier auf meiner Coverpage gemacht habe. Und die Box gibt es quasi gratis on top, genauso wie dieses Bullet Journal, das du auch für Rezeptideen benutzen kannst. Du bezahlst nämlich quasi nur die Brush Pens und den Fineliner. Und diese sehr gut pigmentierten Farben sind hier in diesem 6er Set mit dabei, in dem Eat and Create Set. Und das sind übrigens auch die perfekten Farben, die du zum Mischen benutzen kannst. Und da kannst du aus diesen Farben quasi fast jeden Ton ermischen, den du so brauchen kannst. Damit ist es einfach das perfekte Starter-Set. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich in einem der Realtime-Video-Tutorials auf Patreon. Wenn du das also lernen möchtest, dann schließ dich gerne mir und der Community an. Wir zeichnen nämlich jeden Monat zusammen in Realtime. Und der letzte Artikel in der Eat and Create Box ist der Mono Drawing Pen in 03. Mit dem kannst du sowohl deine Outlines gestalten als auch schreiben. Ja, und dann würde ich mal sagen, zurück zu meinem Bullet Journal Setup für September. Hier wird auch immer deutlicher, was ich hier zeichne, nämlich eine Lunchbox mit zwei Sandwiches und noch so ein paar Snacks an der Seite. Und die Sandwiches, die sind in so einem süßen Kawaii-Food-Stil gestaltet. Ich weiß nicht, ob du diesen Trend kennst. Das kommt, glaube ich, aus Japan oder Korea. Ich bin gerade nicht sicher. Aber da toben sich Leute komplett aus und machen irgendwie richtige Kunstwerke aus dem Essen und stanzen irgendwie alles in Bärchen- und Herzchenform aus und basteln da Tierchen mit und so. Ja, ich glaube, ursprünglich hat man das so für Kinder gemacht. Erwachsene Fünfjährige wie ich finden das aber auch richtig klasse. Ja, und ich finde es echt cool, dass ich dieses Paket bekommen habe. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, ich wollte ein Back-to-School-Theme machen, aber wusste nicht so recht, was und wie und überhaupt. Ich habe jetzt schon zwei Back-to-School-Themes gemacht und ich möchte auch nicht immer das Gleiche irgendwie machen. Und ja, durch diese Maypal-Lunchbox und dieses Eat and Create Set kam mir halt dann einfach so die Idee für die Coverpage mit der Brotdose. Ich wollte das Ganze auch erst mit den Brushpens und dem Fineliner aus dem Set gestalten, aber ich habe ja im letzten Setup, im August Bullet Journal, da habe ich ja schon ganz viel Farben gemischt und mit dieser Aquarelltechnik und den Buntstiften gearbeitet. Und ja, ich wollte zum einen nicht wieder das Gleiche machen, ich habe ein bisschen Abwechslung gebraucht, und zum anderen dachte ich mir, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, wo man mal ein bisschen tiefer drauf eingehen könnte. Deswegen habe ich das Set einmal fürs Patreon-Tutorial aufgehoben. Da werde ich nämlich einiges Wissenswertes zu Farben erklären, wie man die mischt, welche Farben man miteinander mischen kann überhaupt und worauf man da achten sollte, damit man da nicht irgendwie braunen Matsch bekommt. Das passiert nämlich sehr schnell. Ja, und falls du schon ein Doodle-Lover bist, weißt du es bereits. Falls du einer werden möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran, denn später im Video habe ich noch eine richtig coole Ankündigung. Ich habe da nämlich was angestellt und es gibt wieder ein bisschen Bonus-Content auf Patreon. Und apropos Bonus-Content, ich weiß, ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, ich verspreche schon seit Monaten, aber bald gibt's wirklich wieder Bujo Basics Ideen. Ich habe alles schon vorbereitet und ich habe bald Urlaub. Das heißt, ich gehöre dann gleich mal eine ganze Weile meinem Schreibtisch und werde da direkt mal so viele Ideen wie möglich abdrehen, damit ich die nach und nach schneiden und posten kann. Ich habe schon die Stifte ausgesucht, ich habe die Skizzen fertig, ich muss mich nur noch hinsetzen und das machen, und kreuzen wir alle mal die Finger, dass nichts dazwischen kommt. Ich glaube aber nicht, aber drückt mir trotzdem auch noch mal die Daumen, dass das Wetter so ein bisschen mitspielt. In meiner Wohnung ist es nämlich sehr, sehr warm und ich schaffe einfach nicht, an Tagen mit, keine Ahnung, 35 Grad zu filmen. Ich habe hier nämlich den Computer und die ganzen Geräte und Studiolichter und die Kamera und ach Gott, hört mir auf. Ja, auf jeden Fall, es wird passieren.
Irgendwie, keine Ahnung, egal wie, es wird passieren. Und wenn ich mir hier einen abschwitze. Ich möchte auch endlich euch die Ideen zeigen. Ich habe die schon so lange im Kopf und ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ich habe da so eine Liste, da sind auch so ein paar Wunschvideos von euch noch drauf. Ja, ich weiß, ihr wollt auch eine geupdatete Desktour. Ich habe ja umgestellt. Und ja, geht nichts verloren hier. Ihr müsst nur ein bisschen geduldig mit mir sein. Ich komme da immer gar nicht hinterher. Ach ja, und apropos Bonus-Content Teil 2. Ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe, einen Adventskalender zu machen. Aber ich habe auch tatsächlich noch keine Ahnung, was ich für einen Adventskalender machen soll. Deswegen würde ich gerne mal wissen, worauf ihr so Lust habt. Letztes Jahr habe ich ja so eine Art Beginner-Guide gemacht. Da haben wir jeden Tag ein Video gehabt, wo es etliche Infos gab zur Materialkunde. Es gab Tutorials. Wir haben Handlettering gemacht. Wir haben Doodles gemacht. Wir haben Effekte gemacht. Wir haben uns mit nützlichen Tools befasst. Es gab etliche Bullet Journal-Ideen für Weeklies, für Monatsübersichten und so weiter und so fort. Und jetzt wäre die Frage, wenn ich einen auf die Beine stellen kann, worauf habt ihr Lust? Also ihr merkt ja auch, in letzter Zeit poste ich öfter mal Sachen aus meinen Sketchbooks. Ich experimentiere dieses Jahr auch viel mit Materialien, deswegen bin ich da so ein bisschen flexibler und würde mich auf jeden Fall auch mal freuen, ein paar Videos zu machen, die nicht so direkt mit Bullet Journaling zu tun haben, sondern mit Kreativität an sich, also vielleicht auch einfach Malerei oder Zeichnen. Im Endeffekt kann man ja auch alles auch fürs Bullet Journal dann benutzen. Ja, deswegen haut mal in die Tasten. Was interessieren euch für Themen? Welche Materialien interessieren euch? Was wolltet ihr schon immer mal lernen? Bin auf jeden Fall gespannt, worauf ihr so Bock habt. Und wenn wir dann 24 Ideen zusammenbekommen, dann haben wir doch schon die halbe Arbeit. Und ja, ich weiß, dem einen oder anderen ist es vielleicht noch zu früh, über Adventskalender zu reden. Aber ja, so viele Videos wollen ja auch einfach mal geplant und produziert werden. Und hey, ich finde, wenn die Lebkuchen schon im Regal sind, in den Läden, dann können wir auch über Adventskalender sprechen. Und oh ja, ich habe auch schon welche gegessen. Ja, ich glaube, das waren so ziemlich die Tagesordnungspunkte. Jetzt können wir uns, glaube ich, mal wieder meinem Bullet Journal Theme widmen. Oder können wir... Nein, ich habe noch eine Sache. Tombow hat meinen Rabattcode verlängert. Der letzte galt ja nur bis Ende Juli. Und der neue gilt ab sofort bis Ende September. Wenn du dir also auch so ein Eat Create Set kaufen möchtest oder vielleicht deine Brushpen-Farben aufstocken willst, was Cooles für den Schulanfang suchst, entweder für dich oder als Geschenkidee, dann schau auf jeden Fall auch mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du auch den Link zum Set und zu allen Materialien, die ich auch hier verwende. Ich habe auch alle Farben aufgelistet. Das sind diesen Monat wieder einige und ja, ihr wollt am liebsten immer den Stift sehen, den ich gerade benutze und ich versuche auch immer, den richtig rum in die Hand zu nehmen, damit man die Nummer sehen kann. Das Problem ist nur, ich denke da irgendwie das eine Mal dran und das andere Mal und das dritte und das vierte Mal und keine Ahnung, irgendwann vergesse ich es einfach, weil ich komplett im Zeichnen versink. Und da denke ich halt leider nicht mehr drüber nach, warum ich den Stift nehme. Also sorry. Aber sofern die Stifte vom Hersteller nummeriert sind, findest du auf jeden Fall immer alle Farben in der Videobeschreibung unter jedem Video. Und für meine ganzen Illustrationen benutze ich eigentlich wieder so die typische Technik, die ich eigentlich immer benutze. Ich benutze immer 2 bis 3 Farben in verschiedenen Abstufungen beziehungsweise 2 bis 3 Töne einer Farbe, also zum Beispiel rot oder grün oder was auch immer. Und mit der dunkelsten Farbe schattiere ich immer so die rechten und unteren Kanten und da, wo sich Dinge überlappen. Ich stelle mir dabei immer vor, dass das Licht von der linken oberen Seite kommt und dann habe ich noch eine helle Farbe, die quasi die Basisfarbe ist und manchmal habe ich dann noch so einen Mittelton, um das Ganze ein bisschen feiner abzustufen. Falls ich nur 2 Farben benutze, gehe ich aber meistens mit der helleren Farbe nochmal in der Mitte so drüber und dadurch entsteht durch die Überlagerung quasi wieder ein dunklerer Ton. Und so einen dunkleren Ton habe ich zum Beispiel auch bei der Lunchbox erzeugt, indem ich mit dem Türkis über die Flächen, die quasi mehr in der Tiefe liegen und dunkler sind, einfach nochmal drüber gegangen bin. Und dann bekomme ich genau die gleiche Farbe, nur in dunkler. Und falls dich diese Technik nochmal ein bisschen im Detail interessiert, dann findest du dafür auf jeden Fall auch ein Tutorial, 2 sogar, 1 für Schriften und 1 für Doodles, im Adventskalender von letzten Jahr. Da gibt es auf dem Kanal eine ganze Playlist und ich verlinke es dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und so als zusätzlichen Tipp nochmal für diese Technik, da gibt es immer 2 Möglichkeiten. Du kannst entweder von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell schattieren. Ich mache es jetzt in dem Fall, ich mache erst die dunklen Schattenbereiche und dann werde ich heller und ich gehe mit der letzten Farbe oder teilweise auch schon mit dem Mittelton auch immer mit über den dunklen Bereich mit drüber. Dann wird er so ein bisschen mit verblendet und das Ganze sieht weicher aus. Wenn du ein eher kontrastreicheres Ergebnis haben möchtest, dann fang mit der Basis.
Basisfarbe an mit der hellsten und werde dann eben für deine Schattenbereiche immer dunkler. Und wenn du das Ganze nochmal extra knackig haben möchtest, dann warte zwischen den Schichten immer, dass es so ein bisschen getrocknet ist. Dann werden die Kanten auch nicht so weich, weil die feuchte Farbe, die läuft immer so ein bisschen ineinander. Und wenn die getrocknet ist, passiert das eben nicht so leicht. Bedenke aber auf jeden Fall, dass immer bei so Layering-Techniken muss natürlich auch das Papier mitspielen. Ich habe hier 160 Gramm Papier. Das ist ein Archon Olive Bullet Journal. Was auf jeden Fall auch immer hilft, ist, wenn das Papier leicht beschichtet ist, damit die Farbe nicht so damit das Papier die Farbe nicht so stark aufsaugt, sonst kann die auf der anderen Seite eben auch bei dickem Papier wieder rauskommen, wie es teilweise bei manchen Stiften in den alten Archon Olive Bullet Journals der Fall war. Mittlerweile sind die wie die STM relativ glatt beschichtet und da ist das überhaupt kein Problem mehr. Ich benutze jetzt dieses hier schon seit Juli und ich muss sagen, zum STM merke ich da eigentlich quasi keinen Unterschied. Das ist auch ein B5, genauso wie mein letztes von STM. Ich werde da immer öfter mal drauf angesprochen, ob mir dann die Boxen nicht zu klein sind und so weiter, aber das Bullet Journal ist an sich schon ein bisschen größer als A5, deswegen kann ich da auf jeden Fall bei den Weeklies und sonstigen Übersichten immer so ein bisschen flexibler sein und ein bisschen großzügiger mit dem Platz. Ich bin aber tatsächlich am überlegen, ob ich wieder auf dem A5 switch. Ich habe die B5 Größe vor allem gewählt, damit ich so ein bisschen mehr Platz habe, damit ich neben meinen ganzen Doodles auch so ein bisschen mehr mit Papieren und auch mit diesem Scrapbooking Stil so ein bisschen experimentieren kann und da öfter mal auch was reinkleben kann. Und ich finde immer, für sowas braucht man Platz, wenn man eh schon alles vollgedudelt hat und da versucht noch irgendwie Washi-Tapes und Papiere und Sticker und keine Ahnung was alles außenrum zu kleben, dann wird das Ganze immer sehr überladen. Deswegen wollte ich hier einfach den zusätzlichen Platz haben. Aber ich muss sagen, ich habe das die ersten Monate gemacht und dann halt irgendwann nicht mehr. Zum einen, weil ich so ein bisschen keine Lust hatte und zum anderen hat es mich auch teilweise gestört, dass das Bullet Journal dann auch die Seiten dann teilweise so ungleichmäßig waren und wenn ich dann auf der anderen Seite gezeichnet habe und auf der Seite davor war so ein bisschen was Dickeres eingeklebt und ich habe dann über die Kante gezeichnet, dass mir dann die Linie irgendwie verrutscht ist und so. Also ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch einfach zu dicke Materialien benutzt oder die ungleichmäßig verteilt oder ich habe keine Ahnung. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich da so ein bisschen mit ausgetobt und hatte dann auch irgendwann einfach keine Lust mehr. Und dann habe ich die große Fläche und den zusätzlichen Platz im B5 Journal eigentlich genossen, weil ich da ganz viel zeichnen konnte. Aber mittlerweile zeichne ich auch ganz viel in Sketchbooks und male auch außerhalb meines Bullet Journals. Deswegen kann ich mich da schon ganz gut austoben und brauche nicht mehr unbedingt so viel Platz wie früher, wo ich eigentlich nur in meinem Bullet Journal gezeichnet habe. Ja, mal gucken, was es fürs nächste Jahr wird. Ich weiß, einige von euch haben es mir nachgemacht und für dieses Jahr auch ein B5 Bullet Journal genommen. Und mich würde mal interessieren, wie ihr damit zurechtgekommen seid und ob ihr immer noch ein B5 Journal nutzt und wie das so für euch funktioniert. Und ob ihr vielleicht auch für nächstes Jahr ein ganz anderes Format wählen möchtet. Ist wahrscheinlich auch noch zu früh drüber zu sprechen, aber wir sind ja die Planner-Community, deswegen möchte sowas ja auch geplant werden. Und je nachdem, wo man das Bullet Journal seiner Begierde dann bestellt, muss man natürlich auch gucken, dass man das relativ zeitig macht. Also auf Archer und Olive Sachen wartet man ja ewig. Ich glaube, teilweise wirklich 6 bis 8 Wochen. Und ich bin ja auch so jemand, ich führe dann schon unterm Jahr immer so eine kleine Liste für einen Black Friday. Sind hier noch mehr Sparfüchse, also ich schreibe mir das immer alles auf und dann gucke ich, wer hat irgendwie die coolsten Deals und ich habe da meine Liste, was ich gern haben möchte, teilweise einfach nur Produkte, die ich gerne irgendwie mal hätte oder die ich noch nicht habe oder die ich mir vielleicht irgendwann mal zulegen will und teilweise auch Sachen von bestimmten Firmen, entweder weil ich die mal ausprobieren will oder weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, das als nächstes benutzen möchte oder sowas. Und ja, deswegen bin ich da eigentlich immer schon ganz gut vorbereitet, dass wenn die Deals dann online sind zum Black Friday, kann ich da direkt immer zuschlagen. Aber das sind ja auch so Sachen, die man im Bullet Journal ganz gut planen kann. Also ich führe ja generell immer so eine Wunschliste ganz allgemein, sobald mir irgendwie was einfällt, was ich irgendwie gern haben möchte, aber nicht gleich kaufen will. Vielleicht auch manchmal, um es einfach mal dort zu parken, weil manchmal habe ich so fixe Ideen, ich brauche was unbedingt und dann kaufe ich es und dann wollte ich es irgendwie doch nicht so dringend oder es liegt dann irgendwie nur rum oder ich fand es nur cool, das auszuprobieren und wollte es nicht wirklich haben. Da hätte es vielleicht auch eine einfachere Alternative getan oder so und manchmal parke ich dort auch irgendwelche fixen Ideen und dann gucke ich vielleicht nochmal in einem Monat drauf, so will ich das eigentlich überhaupt noch, in
interessiert mich das überhaupt noch? Ja, und zum anderen habe ich aber natürlich auch dann so Sachen für bestimmte Aktionen wie Prime Day oder Black Friday, aber auch so Theme-Ideen und Aktionen, was man dann so unterm Jahr machen kann. Zum Beispiel eben sowas wie für einen Schulanfang, dass ich das im September mache, oder den Adventskalender, der natürlich auch immer rechtzeitig vorbereitet werden möchte. Oder auch dann so Sachen wie im Juni, dass ich da auch gucke, dass ich so ein bisschen was aktionsmäßig Bonus-Content irgendwie machen kann, auch wenn der Kanal Geburtstag hat. Der ist ja dieses Jahr 2 geworden. Und da habe ich natürlich auch schon rechtzeitig überlegt, was möchte ich für ein Theme machen. Das ist ja meistens ein Kaffee-Theme, aber ähnlich wie im September mit dem Back-to-School-Theme möchte ich das Ganze natürlich wieder mit so einem besonderen Touch haben und nicht einfach nur jedes Jahr das gleiche Theme zeichnen oder die gleichen Doodles. Und ja, ich muss aber trotz allem sagen, auch wenn ich vieles rechtzeitig plane oder weit im Voraus, ist mein Bullet Journal doch schon recht kompakt und ich habe tatsächlich auch nur eins. Ich finde es immer mega crazy, wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, 6 Bullet Journals haben und verschiedene Planer und dann irgendwie ein extra Terminkalender und dann nochmal ein Bullet Journal und dann nochmal irgendwie Sachen für Saisonplanung und nochmal ein Travel Journal und schieß mich tot. Also ist übrigens gar nichts verkehrt daran, aber ich bin nur so, ich habe am liebsten immer irgendwie alles in einem Buch und wenn das dann auch zu viel wird und zu spezifisch und zu sehr auch ausartet im Aufwand, dann bin ich da irgendwie so ein bisschen raus, dann schaltet mein Hirn ab und dann habe ich auch keine Lust mehr darauf. Deswegen bin ich da eigentlich immer relativ kompakt von der Planung her und benutze auch tatsächlich nur ein Buch. Und da hilft es aber tatsächlich auch so ein bisschen ein größeres zu haben, weil ich da natürlich auch die Seiten ganz anders nutzen kann. Also in meinem Bullet Journal gibt es ja auch Seiten, die hat noch nie ein Mensch gesehen und das ist auch bewusst so. Weiß, viele Leute denken, dass das irgendwie nur so ein künstlerisches Bullet Journal ist und dass ich das ja irgendwie nur für YouTube mache. Und kriege auch öfter mal vorgeworfen, ich würde es ja gar nicht benutzen, weil da ist ja nie eine Seite ausgefüllt. Ja, natürlich. Da stehen persönliche Dinge drin und ich benutze es natürlich erst, nachdem ich alles fotografiert und gefilmt und keine Ahnung was habe. Also, und wie gesagt, dann gibt es auch wiederum andere Seiten, die hat noch nie jemand gesehen, weil das ist einfach was Persönliches. Das ist mein Bullet Journal. Ich will nicht alles herzeigen. Beschränke mich da eigentlich so ziemlich auf die Gestaltung. Ja, und alles andere passiert dann einfach, wenn die Kamera aus ist. Deswegen mache ich übrigens auch nie diese Flip-Throughs oder so am Jahresende oder irgendwelche After-the-Pen-Shots oder so. Weil sobald ich reingeschrieben habe, kommt das nicht mehr online. Ja, worauf ich aber hinaus wollte, ist, wenn ich dann irgendwie so Seiten irgendwie für die persönliche Planung oder sowas mache und ich möchte da besonders große Übersichten machen und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, dann ist es auch ganz praktisch, so ein bisschen größere Seiten zu haben, weil man da auch einfach so ein bisschen anders planen kann. Ach ja, da fällt mir gerade ein, ich habe tatsächlich ein zweites Bullet Journal, würde ich es jetzt nicht nennen. Ich würde es auch nicht Planer nennen. Sagen wir, es ist ein Buch. Da sind nämlich so ein paar Business-Ideen und Recherche etc. drin. Einfach für den Kanal, für Patreon, für zukünftige Projekte. Und das ist das A4 Bullet Journal von Lebenskompass, das ich auch im Adventskalender damals gezeigt habe. Das benutze ich tatsächlich nicht regelmäßig, sondern halt immer, wenn ich eben Recherchen mache, irgendwie Informationen sammeln möchte, irgendwie viele Ideen in der großen Übersicht darstellen möchte. Da benutze ich das A4-Buch. Dafür ist es mega praktisch und ich habe da früher irgendwie dann so einen A4-Block für genommen und dann habe ich hier was gehabt, dann habe ich die nächste Seite und hin und her und dann schmeiße ich irgendwas weg, weil ich denke, es ist nur Geschmier und keine Ahnung was und so habe ich einfach alles in diesem Buch gesammelt und das muss auch nicht ordentlich oder hübsch sein oder sonst was, sondern einfach nur funktional und ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Bullet Journal sollte natürlich nicht einfach nur hübsch sein, sondern natürlich auch funktional und deinen Zwecken einfach taugen. Und da lohnt es sich definitiv auch mal eine andere Größe zu überlegen oder auch auszuprobieren einfach, um zu gucken, womit kommt man denn so am besten zurecht. Ja, und inzwischen ist ja auch schon die erste Doppelseite mit dem Bullet Journal Cover und der Kalenderübersicht fertig. Und die Vorlagen für beide Seiten bekommst du ja immer bei Patreon. Abhängig von deinem Mitgliedslevel bekommst du auch noch einen zusätzlichen Doodle-Sheet mit weiteren Motiven für deine anderen Bujo-Seiten. Und dann kommen wir auch schon zu einer kleinen Neuerung. Es gibt jetzt nämlich auch farbige Printables. Ja, auf vielfachen Wunsch habe ich jetzt auch mal solche Motivbögen gemacht und ich habe die jetzt hier für mein eigenes Setup einmal in groß ausgedruckt und einmal auf 50% und da habe ich mir gleich 2 Seiten rausgelassen auf einem Blatt. Das ist ja das Praktische bei Printables. Du kannst sie so aufdrucken, wie du möchtest und auch in verschiedenen Größen, wie du es brauchst für dein Setup. Ja, und dann habe ich
mir das Ganze noch ausgeschnitten und habe jetzt ganz viele süße Sticker für den Rest meines Setups, wie diesen niedlichen Taschenrechner hier oder auch dieses Buch oder könnte eigentlich auch ein Bullet Journal sein, eine Tischlampe und ja, ganz viele Stationery Items und den kleinen Gouache. Der ist noch ganz verspult vom Ausquetschen. Ja, dann habe ich hier auch noch so eine Kreidetafel, kannst du mit einem weißen Giltstift beschriften, je nachdem, was du drauf haben willst. Und ich habe mir die Motive hier auf Stickerpapier gedruckt und dann sind die nach dem Ausschneiden direkt ready to use. Und die sind in Kürze in meinem Patreon-Shop verfügbar. Und da ich sowas zum ersten Mal mache, dürfen meine Doodle-Lover als Versuchskaninchen fungieren. Und die kriegen diesen Motivbogen quasi zum Testen, bevor das erste Doodle-Pack dann im Shop verfügbar sein wird. Und da wird es sowohl diese Druckversion geben, als auch die einzelnen PNGs mit transparentem Hintergrund, falls du die in deinem digitalen Planer benutzen möchtest. Das war nämlich auch ein Wunsch von einigen von euch. Und ja, warum ich das Ganze für den Shop mache, ist, zum einen muss ich erstmal gucken, ob ich das schaffe, da jeden Monat noch zusätzlich was zu machen. Und zum anderen möchte nicht unbedingt jeder farbige Doodles. Ich habe euch ja damals gefragt gehabt und ihr habt auch gemeint, irgendwie nur das Line Art ist eigentlich ganz cool, weil ihr die dann in euren Lieblingsfarben gestalten könnt. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ich das Ganze im Shop mache und ich habe zwischendrin mal ein bisschen mehr Luft, dann kann ich natürlich auch Doodle Packs zu anderen Themen machen. Nicht zwingend immer zu meinem Bullet Journal Theme. Ja, und dann gibt es da auf jeden Fall eine ganz gute Auswahl und wer möchte, kann sich das dann einfach zusätzlich holen. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch interessant für diejenigen, die zum Teil auch digital planen, einfach schon fertige Sticker zu haben. Ich finde es immer mühselig, irgendwie in GoodNotes oder sowas zu kolorieren. Vor allem, wenn man das Ganze hinterher noch verschieben und bearbeiten will und ach Gott, ich finde es stressig, keine Ahnung, bin da nur ich so, aber ich mache auch nicht so viel in GoodNotes. Ja, und zum anderen ist es vielleicht auch ein bisschen interessanter für all diejenigen, die keine Patreon-Mitgliedschaft haben und da einfach gelegentlich Einmalkäufe einfach im Shop tätigen wollen. Wenn sie mal einen Monat keine Zeit haben oder irgendwie ein Doodle-Pack besonders schön finden, dann kann man sich das Ganze auch einfach einzeln kaufen und ja, ich glaube, damit ist eigentlich jeder ganz gut bedient und es gibt mir auch wieder so ein bisschen mehr Flexibilität und ja, ich bin schon gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Wie gesagt, Mitglieder im Level Doodle Lover können das Ganze vorab erstmal testen, um mir da mal Feedback zu geben. Vielleicht gibt es dann auch das ein oder andere, was ich verbessern kann, bevor es dann endgültig in den Shop wandert. Falls du das Video später schaust, dann guck auf jeden Fall mal entweder auf meinem Patreon oder in die Videobeschreibung. Sobald es im Shop verfügbar ist, werde ich da auch auf jeden Fall einen Link reinsetzen. Und ja, falls du schon Doodle Lover bist und die neuen Benefits noch nicht gesehen hast für September, dann wartet auf jeden Fall der farbige Doodle Sheet auch auf dich bei Patreon. Falls du noch kein Doodle Lover bist, dann kannst du gerne upgraden. Neben dem Doodle Sheet bekommst du diesen Monat auch wieder 2 Realtime-Tutorials. Und falls du noch gar kein Patron bist, dann finde ich, sind Monate mit zusätzlichen Inhalten immer eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze mal auszuprobieren und so ein bisschen was extra abzustauben. Und du kannst das Ganze natürlich auch immer monatlich kündigen. Also wenn du jetzt Mitglied wirst für einen Monat oder auch für 2, 3 oder wie viel auch immer und irgendwann feststellst, hey, das gefällt mir doch nicht mehr so gut, dann hast du hier auch auf jeden Fall kein Jahresabo oder irgendwas an der Backe. Und natürlich kannst du auch, wenn du möchtest, kostenloses Mitglied bei Patreon werden. Dann bekommst du immer noch so ein bisschen zusätzliche Behind-the-Scenes-Posts und bekommst auch immer gleich mit, sobald es irgendwas Neues gibt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auf meiner Patreon-Seite vorbeischaust und den Link findest du, wie gesagt, in der Beschreibung und den findest du übrigens auch am Ende jedes Videos, außer du schaust am Fernseher. Ich glaube, da geht es als einziges nicht. Ansonsten vom Handy oder Computer kannst du auch auf jeden Fall immer den Link zu Patreon in der Endcard anklicken. Ja, und die Seite hier war recht fix dekoriert mit den Stickern. Ich habe dann manche noch so ein bisschen angeschnitten, die kann man sich natürlich dann auch immer zurechtschneiden, wie man es möchte. Und die Tafel habe ich in groß nochmal in der Mitte gezeichnet. Da habe ich jetzt noch Reflexion, den Titel der Seite, reingeschrieben. Und das war so ein bisschen mühselig, bis ich da alles schwarz ausgemalt hatte. Aber es war mir wichtig, ausgerechnet diesen Stift zu benutzen. Denn, aufgepasst, ihr fragt mich nämlich auch immer, welchen weißen Stift benutze ich. Also zum einen habe ich mich jetzt auf Jelly Rolls eingependelt. Ich finde es ganz gut, dass es die in unterschiedlichen Stärken gibt. Und ich finde, sie decken sehr gut. Mit dem Uniball, der deckt zwar noch ein bisschen besser und wird weißer, aber der ist relativ fett und ich hatte jetzt in letzter Zeit öfter mal Feinheiten, die ich mit dem zum einen nicht hätte machen können, zum anderen, ich habe irgendwie jedes Mal Pech. Und meine letzten 3 Uniballs waren immer irgendwie kratzig, diese Gelpaste hat irgendwie gestockt immer und ich habe irgendwie nur Probleme mit dem Stift, deswegen habe ich es jetzt echt endgültig aufgegeben. Was aber noch viel, viel wichtiger ist, egal welchen weißen Gelstift du benutzt,
Ganz wichtig ist der Untergrund. Und deswegen habe ich hier mit dieser kleinen Brushpen-Spitze vom Fudenosuke das Ganze ausgemalt. Natürlich wäre es mit einem großen schwarzen Brushpen wie dem ABT schneller gegangen. Aber die ABTs oder auch andere Brushpens sind wasserlöslich. Und dieser Stift, den ich benutzt habe, ist wasserfest. Sprich, wenn ich dann mit diesem Gelstift drüber gehe und ein wasserlöslicher Stift, da wird sich die Schicht anlösen und die Pigmente werden sich mit dem Gelstift vermischen. Und je kräftiger die Farbe ist, oder es gibt auch so bestimmte fiese Töne, sowie kräftige Rot- und Lila-Töne, die vermischen sich dann komplett mit dem weißen Gel und dann geht dieses Weiß komplett unter. Und das passiert bei den wasserfesten Stiften nicht. Deswegen, wann immer ich irgendwelche schwarzen Flächen mache und ich möchte da hinterher mit einem weißen Gelstift drüber, dann nehme ich auf jeden Fall einen wasserfesten Stift. Je nachdem, wie groß die Fläche ist, kannst du dann einen dicken Fineliner nehmen. Ich nehme da ganz gern den Fudenosuke von Tombow und da passiert das nicht. Solltest du das Ganze auch auf farbigen Flächen verwenden, was ich durchaus auch tue, dann ist es richtig, richtig wichtig, dass du den Untergrund gut trocknen lässt. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, ich habe ja hier diese roten Schriften, die oben auch nochmal so einen Lichtreflex bekommen. Da passiert es zum Beispiel auch, das ist, sind diese kräftigen und fiesen auch Rottöne, von denen ich spreche. Da vermischt sich es besonders stark, weil es einfach sehr pigmentiert ist. Und ja, da ist es, wie gesagt, wichtig, zum einen, dass der Untergrund gut trocknet. Zum anderen, mach eine Schicht. Jelly Rolls werden immer beim Trocknen nochmal weißer. Und wenn du nach dem Trocknen, also wenn der Jelly Roll gut getrocknet ist, immer noch nicht zufrieden bist, dann und auch erst dann kannst du ein zweites Mal drüber gehen. Gegebenenfalls nach einer guten Trocknungszeit noch ein drittes Mal. Mach bitte nicht den Fehler und geh da sofort 5000 Mal drüber, denn der Jelly Roll fängt irgendwann an zu trocknen und dann gehst du mit dieser harten Spitze immer wieder drüber und irgendwann wirst du nicht zusätzliches weißes Gel auftragen, sondern das bereits bestehende abkratzen. Und dann bekommst du eben diesen kratzigen Effekt, wie ich oder viele von euch auch das immer mit den Uniballs bekommen. Also wenn du irgendwie weiße Gelstifte zu Hause hast oder vielleicht sogar Jelly Rolls und du bist irgendwie der Meinung, die funktionieren nicht gut und du brauchst einen besseren weißen Stift. Ich habe schon sehr viele getestet und ich muss wirklich sagen, die meisten Fehler liegen in der Anwendung, beziehungsweise vielleicht hast du auch unterschiedliche Brushpens oder Filzstifte. Versuch mal, verschiedene Farbflächen zu machen, lass die gut trocknen und dann guck mal, auf welchen Stiften deine weißen Gelstifte am besten funktionieren. Das kann nämlich auch nochmal einen Unterschied machen. Nicht alle Stifte sind gleich zusammengesetzt und nicht alle Stifte sind gleich pigmentiert. Das kann durchaus einen Unterschied machen und wie gesagt, wenn du schwarze Flächen hast, dann nimm auf jeden Fall keinen wasserlöslichen Brushpen, sondern eben auch einen wasserfesten dicken Fineliner oder wenn die Fläche ein bisschen größer ist, dann einen wasserfesten Brushpen. Und wir sind hier inzwischen schon auf der vorletzten Seite von meinem Monatssetup. Ich habe hier nichts verändert im Vergleich zum letzten Monat. Ich habe dieses Layout jetzt mal so beibehalten. Ich fand es ganz gut. Ich habe hier auch wieder die vertikale Tracker-Tabelle genommen und dann mache ich noch für die Ausgaben, für die verschiedenen Kategorien noch diese Zettelchen und für die Doodles. Da nehme ich jetzt wieder meine Sticker vom farbigen Doodlesheet. Die habe ich mir hier auch wiederum in der jeweiligen Größe dann rausgesucht und auch zugeschnitten, damit die hier gut in mein Layout passen. Und ich habe übrigens lange überlegt, gerade bei den farbigen, wie soll ich es machen? Soll ich die irgendwie ordentlicher machen? Soll ich da gerade Formen für nehmen etc.? Aber ich finde ja ehrlich gesagt, gerade im Bullet Journal ist es ja irgendwie der Charme, dass die irgendwie so handgezeichnet aussehen. Und sie sind ja auch handgezeichnet. Ich habe die per Hand gezeichnet. Zwar am iPad, aber ich benutze da schon ein Line Smoothing, einfach, dass das Ganze ein bisschen ordentlicher ausschaut. Digital wirkt das Ganze schnell mal irgendwie chaotischer, wenn die Linien zu grisselig sind, aber ich schaue da immer, dass ich es nicht so übertreibe und ich benutze eigentlich auch nie diese Formfunktionen, die es im Procreate oder auch in anderen Zeichenprogrammen gibt. Da gibt es ja immer die Möglichkeit, einen perfekten Kreis oder eine gerade Linie zu machen und so weiter. Und die benutze ich zum Beispiel nicht, weil ich finde halt, es sieht sehr anorganisch aus. Und ich habe auch für die Farbfüllung, ich habe die Fläche nicht einfach komplett gefüllt, sondern ich habe da auch so einen leicht texturierten Pinsel für benutzt, damit das Ganze auch wieder so ein bisschen diesen handgemalten Look bekommt. Ich habe mir da echt einen Schädel gemacht, sieht es zu unordentlich aus, wirkt es irgendwie amateurhaft oder sowas, aber ich glaube, ich finde es ganz gut. Sag mir mal, wie du das findest. Ich meine, bei mir hier ist es natürlich so, das habe ich selbst gezeichnet und ich hätte es auch genauso in meinem Bullet Journal gezeichnet, deswegen fügt sich das hier perfekt. Aber allgemein ist es das Ziel,
Ziel, wenn man halt eben die Doodles dann im Bullet Journal einklebt und alles andere eben mit der Hand gezeichnet ist, dass das so ein bisschen harmonisch wirkt und dass das vielleicht auf den ersten Blick nicht mal auffällt, dass es Sticker sind. Kommt es natürlich drauf an, jeder zeichnet so ein bisschen anders, wenn du irgendwie dein Line Art ganz anders machst oder auch generell vom Stil her gar nicht so in der Ecke unterwegs bist, kann sich das schon mal ein bisschen stärker abheben, aber kommt natürlich auch auf den Drucker an. Also ich habe jetzt nicht den besten Drucker zu Hause, ich habe so einen 0815 Homeoffice Drucker von Epson. So dieses typische Multifunktionsgerät mit Drucker, Scanner, Kopierer, und der ist nicht ganz so hoch aufgelöst, deswegen kommen auch einfarbige Flächen immer so ein bisschen körnig raus. Wenn du jetzt natürlich einen sehr hoch aufgelösten Drucker hast und die ganzen Flächen perfekt und glatt rauskommen, kann das wieder ein bisschen anders wirken. Aber ich glaube, also behaupte ich jetzt einfach mal, die meisten werden so einen 0815 Drucker zu Hause haben. Ich wollte nämlich anfangs sogar noch ein bisschen mehr Textur hinzufügen, indem ich einfach nochmal ein Overlay für alle Doodles mache. Und bei meinen Testdrucken habe ich mir aber gedacht, so okay, das ist irgendwie ein bisschen too much. Wenn man das auf einen nicht ganz so hoch aufgelösten Drucker ausdruckt und die Flächen sowieso schon texturiert sind und dann werden die auch noch so ein bisschen körnig, dann schauen manche Flächen oder auch so Details manchmal so ein bisschen patzig aus, deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber das war ja auch generell so ein bisschen ein Problem, warum ich mich auch so quergestellt habe anfangs, farbige Sticker zu machen, beziehungsweise farbige Printables zu machen, denn jeder druckt es halt zu Hause aus und jeder hat einen anderen Drucker. Nicht jeder kennt sich gleich gut aus und weiß, was er an seinem Drucker einstellen muss, und dann kommt es vielleicht gar nicht so schön raus und ich kann das nicht so wirklich beeinflussen. Und ich finde es auch immer ein bisschen schade, dann irgendwie zu sagen, naja, dann sind die Leute halt selber schuld, wenn es bei denen blöd rauskommt. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ich möchte euer Leben oder euer Bullet Journaling einfacher machen, nicht schwerer. Und ja, ich bin auch schon mega gespannt auf euer Feedback, wenn die Sachen dann für alle verfügbar sein werden und wenn es vor allem auch mehr Doodle Packs gibt. Ja, was ihr dann dazu sagt, wie es euch gefällt. Und damit sind wir auch schon am Ende meines Bullet Journal Setups für September und können alle Seiten nochmal anschauen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Vergesst nicht, mir auch nochmal zu schreiben, was ihr euch für den Adventskalender wünscht. Ja, Links zu allen Materialien, Rabattcodes und auch die Links zu Patreon findet ihr auch in der Videobeschreibung unten. Und dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und pass gut auf dein Herz auf. Du hast nur das eine.